Ich habe mit Nesta einen ersten Entwurf des Handelsabkommens ausgehalten. Ich muss Taphos berichten, was ich erreichen konnte. Er wartet gewiss immer noch bei den Minen von Stalwart. Mhm. Nesta wird von Dukas Batterie, von Räubern belästigt. Ich bezweifle, dass sie alleine mit ihnen fertig wird. Nur da der Zwischenfall mit den Räubern überstanden ist, hat Nesta ihre Reise zur Weißen Essen in Dünkers Batterie fortgesetzt. Sie sagte, sie würde dort auf mich warten. Mhm. Und komme ich hier immer noch hoch? Zum Ostturm. Also ich kann jetzt nur noch hier Schnellreise machen. Kann es sein, dass in der Kiste da, die ich gerade geknackt habe, alles liegen geblieben ist, was ich in der Batterie so übersehen habe? Ich hoffe mal. Also ja, hier könnte ich einfach wieder rüberspringen. Aber ich will in die Herrenhalle. Also ja, die Kanone, die man hier direkt vom Tor sieht im Loading Screen, die fehlt mittlerweile. Die Sabinson-Statue ist zwar mit Rost übersät, doch die Nieten und Bolzen sind meisterlich gefertigt. Ja, Arbeiter. How about that? Okay, und hier gibt es noch Zeug zu entdecken. Also hier würde ich ja hochkommen auf die Brustwehr. Mit kaltem Pfeffer kostete Töpfe und schmutzige Becher sind neben einer Nachricht gestapelt. Ich koche, ihr wascht ab. Okay. Und hier komme ich jetzt runter zu Esse oder wohin komme ich hier? Jupp. Also in die Minen komme ich gar nicht mehr so einfach, so wie es aussieht. Gib mir mal eines davon. Ein Viertelfuß reicht, aber bitte nicht verrostet. Okay. Ich sehe nach. Wenn nicht, hat Kobbe bestimmt etwas. Räder und Hebel von Loren liegen zerstreut herum. Also ja, ich bediene mich einfach mal. Okay, hier legen sie gerade was frei. Not sure how I feel about this. I suppose it can't be helped. There you go. Okay, noch mehr Dürrgarnstahl, sehr schön. Hope that helps. I suppose it can't be helped. Sie sind davongelaufen, als würde der Turm in Flammen stehen. Diese Feiglinge. Vengra ist wütend. Schwere Steinblöcke blockieren den Weg. Und hier ist ein Zelt, ein Rastlager. Unter den Kissen liegen einfach. Liegen die einfachen Kohlezeichnungen eines Kindes. Also, das ist das Bett von Millers Vater. Diese Spritze sticht nach Rauch. Sie trägt Flecken von Schwarzpulver und Asche. Das wird das. Oh, hi, Korbal. I suppose it can't be helped. There you go. Schlüssel der alten Wache.
Dieser Zwerg nickt dir knapp zu, als er sich die fettigen und rußigen Finger an seiner Schürze abwischt. Eine Kupferkette, die von seinem Ohr baumelt, blitzt im Schein des Feuers rot auf. Ich weiß, wer du bist. Ohne dich wäre ich nicht hier. Er reibt an seiner Ohrkette und grinst kurz. Was kann ich für dich tun? Was tust du hier? Ich beaufsichtige die Ausgrabung der unteren Stockwerke und auch sonst alles hier. Vorräte, die Küche, die Quartiere. Wenn du etwas brauchst, komm einfach zu mir. Und zeig mal, was du hast. Kommen wir zur Sache. Helm der weißen Wappenrüstung macht Intellekt. Aber ansonsten jetzt nichts Besonderes. Sollte eigentlich mal wieder verkaufen. Da verkaufe ich halt an ihn. Ja, das kann ich nicht binden. Da bleibt die außergewöhnliche Armbrust mal da. Das außergewöhnliche Kriegsbeil auch. Ich habe so viele Dolche und Schilde, dass ich die verkaufen kann. Genau wie die Hämmer. Die Mordaxt bleibt. Das Rapier kann weg. Eine außergewöhnliche Pike reicht. Säbel haben wir keine. Ein abgenutztes Zauberbuch reicht. Zauberband des Plünderers kann weg. Die außergewöhnlichen Zweihänder können auch weg. Wir haben hier nämlich zwei gute Zweihänder. So, rüstungsmäßig. Kann eigentlich alles weg, was nicht gelb ist. Hier kann alles weg, was nicht blau ist. So. Die Wolfszähne können noch weg. Ich weiß gar nicht mal, für was das Ding gut sein soll. So, und mehr können wir uns hier in der Herrenhalle gar nicht ansehen. Der Weg weiter ist nämlich einfach eingestürzt. Sie mussten direkt zur weißen Esse durchgraben. When do you think you'll venture out again? I'll stay home for a season after my return, but then I'll rejoin the hunts. And then you'll embark on another journey, like this one. Not in this lifetime. Okay, wieder Manea und Sagani. Manea fängt an und fragt, was glaubst du, wann wirst du wieder losziehen? Sagani drauf, ich bleibe nach meiner Rückkehr eine Saison lang zu Hause, aber dann schließe ich mich wieder der Jagd an. Und dann begibst du dich wieder auf eine neue Reise wie diese? Nicht in diesem Leben. Nein, das würde ich Sagani auch nicht zutrauen. Die will nach Hause. Jetzt, wo sie ihre Mission abgeschlossen hat. Sie bleibt ja nur wegen mir.
Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Bisher ist es nämlich niemandem gelungen, diese Monster aus dem Turm zu verjagen. Ich bin mal gespannt, was für Kanonen da oben stehen. Weil die Kanonen da unten sind ja schon recht ansehnlich, aber wenn da oben die großen stehen. I shall be discreet. Hallo, wer ist hier? Wie groß ist das hier? Westturm unten, okay. Skuldrax. Mhm. That's it. I'll see what's ahead. Und das sind ausgewachsene. Your tail! For Tatoa! I have. Yes? Certainly. Hinweis zur Artillerieaufzug. Der Artillerieaufzug bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Zahnräder fangen an zu rosten und ein Versagen des Mechanismus könnte katastrophale Folgen haben. Trankmeister Andrin arbeitet daran, die Zahnräder zu patinieren, um sie wetterfest zu machen. Okay. I shall be quiet as a calm sea, which is not very. Be quiet as a calm sea, which is. Naja, Spinnenbefall gibt's hier auch. Following. I'm here. Zwergenbuch, Zauberbuch, Alof. Kanonenschlüssel. Absolutely. Okay. Über die Wartung und den Erhalt von Kanonen. Diese Seite scheint aus einem längeren Text zu stammen. Wir haben nun eine Methode entwickelt, um zu verhindern, dass unsere wertvollen Kanonen im Freien rosten. Tankmeister Andrin hat eine Lösung geschaffen, die das Metall versiegelt und vor der kalten Luft schützt. Wir haben die alte Waffenkammer zu einer Patinationskammer umgewandelt, in der wir die Lösung zu einem Gas erhitzen können. Während das Gas sich in der Kammer ausbreitet, belegt es die Kanonen mit einem festen Überzug. Nach einigen Wochen sind die Kanonen bereit, den Elementen zu trotzen. Wir müssen jedoch vorsichtig mit der Lösung sein. Eine von Andrins Gehilfen hat sich den Rachen verbrannt, nur weil sie einen Weg davon eingeatmet hat. Der Rest des Manuskripts ist im Zahn der Zeit zum Opfer gefallen. Mhm. It's no trouble. There you go. Hello. Hello. Hello? Große Flammenfäulnis. Und Essenwächter gibt's hier auch noch. That's not very good. Fortakor!
Certainly. Oh, da haben wir sogar einen Stall. Kugelschmiede, okay. Hier werden die Kugeln direkt gegossen.